Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell. Ein Grillduell auf Zeit, ein helfender Grillchef und eine dreiköpfige Jury. Diese Mischung ergibt die Grillparty des Sommers. Heute bei Die Promi-Griller, die schönste Schweizerin 2010, Kerstin Cook. Weil die junge Dame anscheinend ihr Biologiestudium gefälscht hat, nannte man sie Miss Pschiss. Hoffen wir mal, dass sie heute nicht bescheißt. Im Duell gegen die Partybombe Pat Farrell. 77.500 Facebook-Fans sprechen für sich. Ob der Macho auch ohne seine Fans im Rücken alles geben kann, wird sich heute zeigen. Pat, heute kommst du richtig drunter von mir. Ich heiße nicht umsonst Kerstin Cook. Ein Ex-Miss Right am Grill, das kann nicht funktionieren. Das ist eh keine Chance. Laufsteg frei für unseren Grillchef Freddy Kamera. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute gibt es vom Kalbsbraten im Heugarten mit grilliertem Stangensellerie und einer Rohschinken-Mayonnaise. Alles, was ihr dazu brauchen, ist hier auf dem Tisch. Die Grills sind bereits heiß. Für das Menü haben wir eine Stunde Zeit. Also, als ich das Menü gesehen habe, hat es mir gerade einen Schock gegeben, weil ich dachte, Mayonnaise selber machen. Grill. Keine Ahnung, kein Blassen. Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr mich mit dem Glöckchen läuten, komme ich eine Minute zu euch. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Auf die Flamme, fertig, los! Was? Bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur, euch viel Spaß zu wünschen. Ich werde ihn auf jeden Fall haben. Das ist übrigens der Icy. Hi, Icy. Hoi, Icy. Pat, mach der Kerstin doch mal eine Krone, so wie sie sie verdient hat. Dadurch hat er schon Kopfbedeckung. Dass es etwas besser aussieht. Hey, bist du charmant? Du Unverschämter. Zu einer Miss gehört doch eine Krone. Hast du das Fleisch schon? Noch nie, oder? Nein, wahrscheinlich wegen dem Hund, weil er es wahrscheinlich schon gegessen hat. Der Hund wird doch wohl nichts vom Teller wegessen. Wo wir gerade beim Hund sind, was für ein Tier ist eigentlich ein Kalb? Ein Kälbli. Ein Kälbli ist. Was für ein Tier? Also jetzt. Jetzt bringen wir mich extra draus, damit ich noch mehr Fehler mache. Jungskühl. Pat, das hätte sogar der Hund gewusst. Kerstin, wie macht eigentlich ein Kalb? Großes Kino. Oh, danke vielmals. Na, bitte für gar nichts. Verdient hast du dir das ja nicht wirklich. Nein, dann isst man hier den Rohschinken weg. Ich habe den Rohschinken rausgenommen. Genau wegen dem. Ist der Hund also doch vom Teller? Böse Icy. Du schaust mir jetzt viel hier rüber. Du machst alles gleich wie ich. Überhaupt nicht. Die Kombination klauender Hund und Abspicken macht die Kerstin echt zu Miss Pschiss. Was hat er mir jetzt wieder gegessen? Er sah aus wie Butter. Gib mir dich, Icy. Ich kann nicht mehr. Mein Hund ist mein Keimwaffe. Da habe ich extra mitgenommen, dass er bei meinem Gegner alles weg isst und dass er fast nichts mehr hat zum Arbeiten und das super gemacht hat. Das ist jetzt aber ganz unfair. Ich habe gar keine Zutaten mehr. Pat, fällt dir eigentlich auf, dass Kerstin alles Schritt für Schritt gleich macht wie du? Sie macht alles gleich wie ich. Alles. Das stimmt gar nicht. Ja, wir hätten eine Wand reinstellen sollen. Ja. Die habe ich vermisst. Ja, das ist im Fall gut, das, was du jetzt gerade nimmst. Das macht mega mild. Sambal. Leck. Hast du irgendeine Ahnung, was das ist? Nein. Dann würde ich vielleicht nicht zu viel reinknallen. Da freut sich der Pat. Sicher sweet und sour. Du bist so fies. Oh, da hat Kerstin die Fluchwortkurve ja gerade noch gekratzt. Na, endlich geht's ans Heu. Kerstin guckt ab. Das geht gar nicht. Was machst du denn jetzt?
noch nichts. Vielleicht ist das für das Gemüse. Schau dort draussen, dort das goldige Dings. Das weißt muss das? Schnell. Grüß Chef, brauch dich! So, jetzt habe ich das ein bisschen mariniert und alles. Und soll ich das jetzt schon drauf tun? Perfekt, aus auf den Grill. Und nachher in Heu packen. Kerntemperatur. Siehst du auf den Grill und dann rein? Genau. Kerntemperatur 68 Grad. Und, was soll ich mit dem Sellerie machen? Kannst du ihn so direkt grillieren. Mhm. Nicht zu viel. Du hast ein bisschen Rotzucker vielleicht noch drüber, wenn du hast. Und dann nur kurz angrillieren. Was? Rotzucker. Ist das Salz? Nein, das ist Salz. Okay. Mayonnaise. Eigelb. Senf. Essig. Mischen. Öl reinlaufen lassen. Salz und Pfeffer abschmecken. Okay. Der Rohschinken. Ja. Schön angrillieren. Nachher fein schneiden. Fein schneiden. Und Mayonnaise drunter mischen. Und Mayonnaise drunter mischen. Und nicht mit, irgendwie mit dem Sellerie zusammen. Einfach nur, dass es eine coole Dekoration ist auf dem Teller. Schau, dass genug Volumen im Fleisch drin ist. Gut abschmecken, gut würzen. Schöne Dekoration machen mit den frischen Kräutchen. Okay. Viel Glück. Danke vielmals. Beim Kalbfleisch ist es am besten, wenn man mit Hilfe eines Kerntemperaturmessers das Fleisch auf 68 Grad grilliert. Dann ist es in der Mitte schön rosarot. Pat, wie war das nochmal mit der Mayo? Ich habe nur etwas gehört von Öl und Eigelb. Und das sollte Mayonnaise geben. Also Eigelb, Essig und Senf, dazu noch Öl und Salz, ergibt eine Mayonnaise. Hey Pat, ich würde dir anraten, so schnell wie möglich den Grillchef zu rufen. Grillchef, ich brauche dich. So, bitte, was kann ich tun für dich? Also, ich habe ein Problem mit der Mayonnaise. Ja. Eigelb? Ja. Senf, Essig. Was mache ich, wenn ich das Senf schon gebraucht habe? Hat genug. Das langt. Ah, das langt. Nachher rühren und das Öl langsam reinträufeln lassen. Ich brauche relativ viel Öl. Öl oder Butter? Öl. 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 Also, Oliv? Nein, das normale Öl. Sonnenblumenöl, genau. Das hier? Ja, perfekt. Salz, Pfeffer gut abschmecken. Okay. Kommt gut. Rohschinken grillieren, fein schneiden und die Mayonnaise untermischen. Ah. Grill noch, den Grilltipp noch zum Anrichten. Du das Heu weg vom Teller. Dass die Leute schmecken, das Heu ist, aber das Heu hat auf dem Teller nichts verloren. Okay. Ist gut? Alles klar. Langensellerie auch gut abschmecken. Viel Glück. Danke. Oh oh, Pat sieht aber nicht gerade zuversichtlich aus. Ich mache gerade viele Fehler. Das wird mich vielleicht den Sieg kosten. Also ich habe so ein Dekorationsvideo im Vorfeld angeschaut, dass man einen Vorteil hat. Natürlich. Kannst du mal das Fleisch probieren, ob es gut ist? Krass, sogar der Hund vertraut dir nicht mehr. Das ist hure fies, das Zeug ist alles nicht angeschrieben. Ja, das muss so sein, sonst wäre das Ganze ja nicht mehr schwierig. Sieht zwar überhaupt nicht so aus wie Mayonnaise, aber wie schmeckt's denn den DJ? Nicht einmal so schlecht. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. Ich muss mal von meiner Mayonnaise probieren. Das ist der Sieg. Hm. Warten wir doch mal auf Pascals Einschätzung. Es hat gut geschmeckt, es hat gut ausgesehen, mein Fleisch, und ich bin da zuversichtlich, dass das Fleisch sicher gut ist. Dass das Fleisch gut ist, kann ich mir auch vorstellen. Aber hätte es nicht im Heu gegart werden sollen? Pat macht's dir vor. Das Heu, muss ich das schon vorher machen? Es heißt ja im Heu gegart. Nein, aber vom Teller. Nein, im Heu gegart. Je länger man das Kalbfleisch bei niedrigen Temperaturen im Heu grilliert, desto mehr Aroma bekommt es vom Heu und umso zarter ist es. Vorausgesetzt, man weiß, was im Heu gegart bedeutet. Oh ja, das ist gut. Wow, Kerstin hat die Kurve offenbar gekriegt. So, ihr zwei Hübschen, die Zeit läuft bald ab. Auf zum Endsport. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich das so anbringe. Das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Stopp!
alles stehen und liegen lassen. Ich habe das Gefühl, durch die Dekoration und alles könnte jetzt der Pet wirklich mir die goldene Servola wegschnappen. Ha, diese Entscheidung überlassen wir unserer Jury. Pascal Tanzschuh Schmutz, Clifford Salsa Lilly und Hausi Olympia Leutenegger. Wer gewinnt die goldene Wurst? Voilà, voilà. Bon Appetit. Oh la la, Momol. Eine saubere Anmachung. Ausser die sehen aus wie verkohlte Skistöcke. Das macht nichts. Okay, also, gib mir Lani, komm. Fangen wir mit den Skistöcken. Ja, fangen wir mit den Roten an. Komm, voilà. Scheibe, Mann. Ein bisschen Rösten rum. Das lange, das lange, das Fleisch, komm. Das lange, also, wir nicht wie ein Sunder jubeln wir. Gute Herren. Gute miteinander. Gute miteinander. Yes. Danke. Oh, die Mimik. Yes. Sieht nicht gut aus. Mensch. Ja, ist nicht so fein. Für mich ist es okay. Gehen wir zum nächsten Teil. Jawohl. Gar nicht. Weiter lang. Das Fleisch ist sehr gut. Das Fleisch ist sehr gut. Die Soße, Mayonnaise. Etwas dünn, aber geschmacklich sehr fein. Schön im Töpfchen präsentiert. Genau, im Töpfchen präsentiert. Das ist schön. Wie lange ist das? Ja? Gut. Das ist gut. Wir sehen. Voilà. Die beiden Teller sind etwa gleichwertig. Das Fleisch war gut, für mich zu wenig gewürzt. Und das Gemüse ringelum, hat mir nicht so gefallen. Und die Soße war viel zu dünn. Darum gebe ich grün 6 und rot 4. Ja, fein ist es gewesen. Also die grüne Teller war sehr hübsch eingerichtet. Mir hat sehr gut gefallen, diese kleinen Tomaten, wie so die Herzen, wie Sternchen geschnitten. Dann der rote Teller, auch lieblich eingerichtet, aber ja, hat nicht so den Charme von der grünen Teller. So gebe ich der Rot 7 und Grün 9. Wer auch immer die Rote gemacht hat, das Gemüse, der Stangensellerie hat mich erinnert an die Reste vom 1. Augustfeuer. Die Mayonnaise mit Rohschinken war irgendwie so, weiß auch nicht, eine undefinierbare Flüssigkeit. Beim grünen Teller hingegen, der Sellerie ist gut abgeschmückt gewesen, es hat fein geschmückt. Die Soße, die Mayonnaise in einem Töpfchen, gute Idee. Das Fleisch ist ein sehr guter Garpunkt. Das Heu hat nicht müssen sein, darum grün 4, rot 2 Punkte. Ich habe gewusst, ein Ex-Miss passt einfach nicht an den Grill. Yes! Nächste Woche bei Die Promi-Griller. Das Comedian-Duo Sutter und Pfändler. Ja gut, wir müssen loslegen. Oje, komm, Oma. Mach mit beim Promi-Griller-Wettbewerb und gewinne einen Gutschein für die neuen Salami-Sticks und Minis von Bell im Wert von 100 Franken. Beantworte einfach folgende Frage. Wie macht eine Kuh? A. Mäh. B. Muh. Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an griller@z1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bell.